Ja, hallo, hier ist Neo Energy. Willkommen zu unserem Let's Play zu Full Throttle, ein Game, das 1995 ursprünglich rauskam und jetzt als Remastered-Version 2017 rauskam, Anfang des Jahres. Nostalgie pur wieder bei uns. Ein Spiel, was ich gespielt habe. Und ja. Du hast es auch gespielt? Was? Du hast es auch gespielt, Shagana? Nicht wirklich. Ja, okay, also... Wenn ich mir das so angucke... Es ist auf jeden Fall auch eines der typischen Rocker-Games von damals. Moin Double Primate und Robin. Beide sind schon da und ich würde sagen... Wann ist raus, hast du gesagt? Wann? 1995 ursprünglich. Also, ich glaube, ich habe es 1996 gespielt, aber erst. Gut, dann würde ich sagen, fangen wir mal an. Neues Spiel. Shagana übernimmt wieder mal die Steuerung. Wenn wir zu leise sind, müsst ihr sagen, dann stellen wir es auch gerne lauter. Nehme ich mal an. Genau. Die guten alten. Immer wenn ich Asphalt rieche, denke ich an Maureen. Das letzte, woran ich mich erinnern konnte, bevor mir schwarz vor Augen wurde, der schwere... Das ist überarbeitet, schon so genau. Und das Erste, das was ich sah, als ich aufwachte, war ihr Gesicht. Oh Gott, oh Gott. Sie sagte, sie würde mein Bike wieder in Ordnung bringen. Und ja, sonst, aber ohne wirklich... Haken. Naja. Aber ich hätte wissen müssen, dass die Dinge niemals so einfach sind. Ja, wenn ich an Maureen denke, denke ich an zwei Dinge. Asphalt und Ärger. Grimburger, Sie sind ja total verblödet. Mr. Corley, hören Sie sich meinen Plan nur einmal an. Mein Reckon. Vision. Ich kenne Ihren Plan, Grimburger. Sie warten, bis ich abkratze, um dann meine Firma zu übernehmen. Oh, Sir, das ist nicht Ihr Ernst. Oh. Ich warte nicht darauf, dass Sie das Zeitliche sehen. Sie wissen, dass ich Sie nie leiden konnte, Rip. Aber Sie haben den nötigen Geschäftssinn und Killerinstinkte, das respektiere ich. Oh, danke sehr, Sir. Aber diese neueste Idee von Ihnen, auf unserer Aktionärsversammlung vorzufahren, zusammen mit einer Motorradgang. Wen wollen Sie eigentlich zum Narren machen? Die Aktionäre natürlich, Sir. Das ist gute Werbung und könnte unserem Image nicht schaden, wenn man uns zusammen mit echten Kunden von Corley Motors sieht. Was wissen Sie schon von unseren Kunden, Adrian? Sie haben doch selber noch nie auf einem Motorrad gesessen. Sie wissen, dass ich sehr gerne damit fahren würde, Sir, wenn ich nur nicht diese Gleichgewichtsstörungen hätte, dieses Problem im Innenohr. Ach, Ihre Ohren sind völlig gesund. Aber das, was dazwischen steckt, beunruhigt mich. So, jetzt kommen die Rocker. Das ist übrigens der Ben, der Anführer der Gang. Das Auto fliegt. Er ist ja in der Zukunft. Sind Jungs, mit denen ich wirklich gern mal fahren würde. Los, gib Gas, ich will wissen, wer das ist. Genau das richtige Spiel hier. Oh Mann. Es war sogar schon. Das Einzige, was okay ist, ist die Monetarisierung war schon eingeschränkt, alleine weil ich den Titel eingegeben habe vom Spiel. Was? Wegen der Monetarisierung war schon eingeschränkt, nur weil ich den Titel vom Spiel eingegeben habe. Okay. Ist noch ein bisschen laut, die müssen wir nachher ein bisschen runterstellen. Jo, mach ich, sobald das Intro weg ist, stelle ich die Musik noch ein bisschen runter. Anymore.
So, die Rocker sind angekommen. Gleich Double. Hey Ben. Weißt du, Ben, wir sind pleite. Ja? Wenn uns nicht bald ein paar Kröten über den Weg laufen, haben wir ein großes Problem. Nur die Ruhe. Ich habe so ein Gefühl, irgendwas läuft uns über den Weg. Ich meine was Großes. Was? Ich glaube, Sie bleiben lieber hier, Rip. Der Laden ist nur für Biker zugelassen. Vor allem, weil er schon Rip heißt, ne? Also schön. Wer von euch ist über mein Auto gefahren? Weshalb braucht er da drinnen nur so lange? Vielleicht hat sich der alte Corley Ärger eingehandelt. Ja, vielleicht haben sie ihn mit nach hinten in den Hof genommen und ihm dann eins übergebraten. Eine hübsche Vorstellung, aber wohl nicht sehr wahrscheinlich. Ich glaube, er wird sie mit ein paar Geschichten aus der guten alten Zeit zu Tode langweilen. Aber Malcolm, ist das nicht illegal? Nein, damals war es das noch nicht. Also, mit wem fährst du heute? Er fährt mit mir. Obwohl ich davon überzeugt bin, dass er viel lieber mit Ihrem kleinen Club fahren sollte. Ich habe Ihnen doch gesagt, Sie sollen im Wagen warten, Ripburger. Ich habe mir gedacht, dass Sie vielleicht etwas Hilfe bei den Verhandlungen brauchen, Sir. Was für Verhandlungen? Ja, wir sind hierher gekommen, um Ihnen und Ihren Männern Arbeit anzubieten. Mr. Corley würde sich freuen, wenn Sie ihn zur alljährlichen Corley Motors Aktionärsversammlung begleiten. Sieht das hier für Sie aus wie eine Begleitagentur? Für Ihre Bemühungen würden Sie natürlich eine entsprechende Vergütung erhalten. Wir sind nicht interessiert. Es sieht aber sehr danach aus, als könnten Sie das Geld wirklich gut gebrauchen. Hören Sie, ich sagte, wir sind nicht zu mieten. Die Polecats kann man nicht mieten. Auch nicht, wenn das Malcolm Corleys letzter Wunsch wäre? Jetzt reicht es, ich werde Sie... Warte eine Sekunde, Malcolm. Wenn's dir nichts ausmacht, würde ich mich gerne mal kurz mit Mr. Ripburger vor der Tür unterhalten. Ausgezeichnete Idee. Der Arzt sagt, dass er nur noch wenige Monate zu leben hat. Das sind für uns alle schlechte Nachrichten. Er ist nicht nur ein netter Kerl, sondern er ist auch der letzte Motorradhersteller, den es hier gibt. Was passiert mit Corley Motors, wenn er stirbt? Keine Sorge, ich habe einen Plan. Und wenn Sie uns zur Aktionärsversammlung begleiten, werden Sie herausfinden, was ich vorhabe. Keine Chance, Ripburger. Die Polecats sind keine Typen zum Mieten. Wenn Sie ein paar Muskeln kaufen wollen, sollten Sie die Rottweiler finden. Der alte Mann sagt, er will die Polecats oder gar nichts. Ich schätze, dann kriegt er wohl gar nichts. Und das ist Ihr letztes Wort? Das ist es. Hören Sie zu, ich mache Ihnen noch ein allerletztes Angebot. Ja, Errungenschaft freigeschaltet. Wir haben gar nichts gemacht bisher. Nimm die Jacke und schwing dich auf sein Motorrad. Wir müssen uns um diesen Doppelzentner Abschaum kümmern. So. Es muss wie ein Unfall aussehen. Diese extra steife Krawatte denkt tatsächlich, ich würde ihm die Kontrolle über Corley Motors überlassen, wenn ich gehe. Mann, der kann sich auf eine Überraschung freuen. Hey, wo will Ben denn hin? Ihr Kollege hat sich entschlossen, unser großzügiges Angebot doch noch anzunehmen. Er wollte schon mal vorfahren, um sich die Strecke anzusehen. Tatsächlich. Also gut, Jungs, dann wollen wir mal. Ja. Zumindest die Motorradlautstärke ist richtig. So. Steuerung, kurz erklärt, Kommentare abspielen machen wir nicht, das sind die Entwicklerdialoge, Dialoge überspringen machen wir auch nicht. Rennermodus wechseln können wir mit F1 andauernd, mit Shift können wir die Objekte hervorheben und mit Backspace überspringen von Sequenzen. Theoretisch könnte man das auch mit dem Controller spielen. Wichtig ist, mit der linken Maustaste können wir gehen, Web-Auswahlmenü öffnen, Bestätigung und angreifen, weil wir werden auf Motorrädern auch kämpfen müssen. Und mit der rechten Inventar öffnen, Inventargegenstände untersuchen, Ausrüstung wechseln auf dem Motorrad. Also ganz wichtig. So. Kurz die Musikrunde. Ballmusik.
Die Sprache und Filmlautstärke. Filmlautstärke ist wieder. Ja, ich denke mal, dass sie. Spiel fortsetzen. So, dann bist du dran. Kennst ja schon. Kennst du? Ich kann mich nicht an alles erinnern, aber den Anfang kann ich mir natürlich erinnern. Unvergesslich. Also, nur damit du es weißt, du spielst den Ben in dem Spiel, der gerade zusammengeschlagen wurde. Und der ist ein bisschen ruppig, also. Also typischer Biker halt. Das ist dein Menü. Also du hast da anfassen. Essen oder was? Sprechen, glaube ich, ist das untertreten. Nein, er kann seine Kisten selber platt machen. Nein, er kann seine Kisten selber platt machen. Da lasse ich meinen Mund nicht ran. So, da kannst du gucken. Wofür sollen die nützlich sein? Ach. Ah. Ich bin schon in Schlimmerem aufgewacht. Okay. Den fasse ich nicht mehr an. Aber wenn du ihn dran lecken lassen würdest, oder nur versuchen, würde er dich zusammenschlagen. Da lasse ich meinen Mund nicht ran. Leere Kisten. Ach, die was? Sollte man platt machen, um sie zu recyceln. 1995 schon sehr umweltbewusst. So. Zumindest ist unsere Maschine da. Leer, aber ich kann den Wirt da drinnen sehen. Kickstand. Tür öffnen musst du wahrscheinlich. Aufmachen! Ja, da musst du treten. Rocker halt. Ja. Ich hab die Tür repariert. Abgeklemmt. Das Zahnlocken, Johnny. Hör zu, ich will keinen Ärger. Halt mich einfach raus aus dieser Scheiße. So, also er scheint zu wissen, was abgegangen ist. Ah, Schnaps. So, Double Wing dem Intro. Schon mal keine Knöpfe. Ja, das Signal wird von der Kickstand-Zentrale eingespeist. Wir können das Intro nicht so einfach ändern, weil das ist ein bisschen, ja, das hat was ich mit Gewohnheit zu tun. Nie leiden. Deswegen. Sieht aus, als wären dir die Kunden ausgegangen. Aber schicken kannst du es uns auf jeden Fall mal angucken, würden wir es uns gerne. Diesen wohlgekleideten Herren abgehauen. Also, was soll's sein, Meister? Wo sind die alle hin? Was bin ich? Reiseleiter auf einer Kreuzfahrt? Vielleicht sind sie gerade auf dem Sonnendeck. Ich glaube, du steckst in der ganzen Scheiße mit drin. Ja, aber was willst du dagegen machen? Oh, 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 oh. Kannst du mit ihm reden? Was willst du haben? Ich will wissen, wer mir eins übergebraten hat. Vielleicht hat es dich einfach umgehauen. Mhm. Du solltest lernen, mit Alkohol vorsichtiger umzugehen. Ja, aber dass du ihn mal von vorne mit anlabern musst. Hast du was gegen Kopfschmerzen? Ein bisschen Mitleid. Danke. Aber nicht viel. Weißt du, was deiner Nase besser stehen würde? Was? Die Bar. Also hör auf, mich zu verscheißern. In Ordnung, in Ordnung.
Ich habe deine Schlüssel, aber ich weiß von nichts. Sie hatten Pistolen. Sie sagten, ich soll dich so lange wie möglich aufhalten. Warum? Ich weiß nicht, ich weiß es nicht. Ich habe gehört, wie sie irgendwas von einem Hinterhalt erzählten, oben an der Straße. Was noch? Nichts, wirklich gar nichts. Hör zu, Mann. Hier sind deine Schlüssel, alles klar? Naja, oh, klar. Irgendjemand hat was davon erzählt, dich umzubringen. Und dass es so aussehen soll wie ein Unfall. Da waren sie nicht sehr erfolgreich. Aber warum wollen sie die Polecats in einen Hinterhalt locken? Ich mach mich besser auf den Weg. Schau dich mal noch ein bisschen um. Mann, ich wünschte, die hätten eine Jukebox. Selber spielen. Was ist das? Es heißt großes, graues, getropftes Gebilde. Ich habe mal einen Kunstkurs besucht. Für Ex-Knackis wahrscheinlich. Ja, na klar. Der Bildschirm hat keine Knöpfe. Da lasse ich meinen Mund nicht ran. Ist das dein Pitbull? Nein, das war ich als Baby. Okay. Wow. Hüte deine Zunge, das ist meine Schwester. Das ist ein großer Fisch. Ja. Bist du der Typ mit dem Lampenschirm auf dem Kopf oder der, der aus dem Boxring torkelt? Lampenschirm. Okay. Also lieber nicht so mit dem Prügeln. 15 Kerle mit Handtüchern im Gürtel? Meine Abschlussklasse auf der Schule für Kneipenwirtschaft. Klar. Okay, mehr gibt's doch nicht zu sehen, oder? Dein Glück, dass das ein Dachs ist. Warum? Wenn das ein toter Iltis wäre, müsste ich deinen Laden auseinandernehmen. Der Iltis ist unser Wappentier. Das würde sich gut auf meiner Lenkstange machen. Mhm. Nee. Hm. Sie ist leer. Keine falschen Gedanken. Du versuchen kannst es trotzdem, ne? Geht nicht, muss noch fahren. Das nenne ich ja vorbildlich. Versuch mal in der Kasse zu klauen. Nichts zu nehmen, sie ist leer. Okay, gut. Mal ein bisschen um. Na okay, aber das fährt zu Fuß durch die Wüste, das wird eigentlich nicht. Dann versucht man dein Motorrad zu starten. Lass mal die Sonne drin auf. Natürlich. Pumpkett. Genau. Du brauchst die Tastatur, glaube ich. Noch. Wenn ich auf der Straße bin, na, wie hast du, oder hast du? Bin ich unverwundbar. Oh no. Ja. Niemand kann mich aufhalten. Aber sie versuchen es. So, jetzt musst du schlagen, ne? Mit der linken Maustaste. Bist du nicht der Nummer 1 Polecat Obermacker? Ja, und du bist mir im Weg. Mit Dingen gab es auch schon. Wer wird sich dann, Mann, wenn die Rottweilers auf der Straße sind, gehört für ihnen. Hey, das meine ich ernst. Jemand will die Polecats linken. Jemand will die Polecats linken? Das reicht jetzt. Komm schon, Polecätschen! Mit dir!
ist ja doch eine richtige Rockerbraut. Oh, oh, oh. Geht mal ab. Naja, ich muss so weit fahren. Oh, da geht's. Oh, ich zieh mich hin und so. So. Aber wir sollten vielleicht die Stimmen lauter drehen. Ich möchte Ihnen jetzt noch ein allerletztes Mal anfangen, der tätig umzubringen. Und das ist auch schon so ein Anfang, der tätig umzubringen. Keine Sorge, soll ich einen Plan. Sie haben Pistolen. Malcolm Corleys letzter Wunsch. Irgendwas von einem Hinterhalt oben an der Straße. Ich habe einen Plan. Ja, das ist nicht schlimmer als nach so einer durchzechten Rockernacht, ne? Also. Ich hab das angehalten. Oh, da hat mich jemand fotografiert. Nochmal. Mann, das ist ja fürchterlich. Die druckt mein Redakteur besser in Farbe. Ich sollte dir jetzt wohl besser Hilfe besorgen. Oh, hör auf zu nörgeln. Ich kenne hier jemand, der kriegt alles wieder hin. Moin, Nico. Außerirdische. Mhm. Was bist du? Ich bin Mechanikerin. Und so wie es aussieht, bin ich auch eine ziemlich gute Ärztin. Ich heiße Maureen. Ich heiße Ben. Warum hast du mir eins auf den Kopf gegeben, Maureen? Du hattest einen Unfall. Wood hat dich gefunden. Sie hat dich und dein Bike hierher gebracht. Mein Bike? Was hast du mit meinem Bike gemacht? Ich hab's von den Toten zurückgeholt. Genau wie dich. Ungefähr das gleiche, was ich auch mit dir gemacht habe. Ich brauche allerdings ein bisschen Hilfe, um fertig zu werden. Wer bist du? Maureen, erinnerst du dich? Wenn das zu schwierig ist, solltest du vielleicht bei Mo bleiben. Hast du auch einen Nachnamen? Ich benutze ihn lieber nicht. Und was ist mit dir? Dasselbe. Dann bleibt es wohl für immer bei Ben und Mo. Ist das eine autorisierte Corley-Werkstatt? Du könntest das hier eine autorisierte Corley-Werkstatt nennen. Aber ohne den offiziellen Papierkram. Ah, ein unrechtmäßiges Corley-Unternehmen. Nenn es lieber ein abtrünniges Corley-Unternehmen. Woher kannst du so gut mit Motorrädern umgehen? Ich bin damit aufgewachsen, mit meinem Vater daran zu arbeiten. Einen ganzen Sommer lang haben wir nichts anderes getan, als diese alte Hardtail wieder in Schuss zu bringen. Wir haben jeden einzelnen Bolzen geschrubbt, bis alles glänzte. Aber eines Tages ist er abgehauen und nie wiedergekommen. Also bin ich zu Toastern gewechselt. Toastern sind auch gut, ne? Naja, Melon Wheel hat nicht viel. Toaster sind auch wichtig. Was übrig ist, sinkt ungefähr einen halben Meter pro Jahr. Die Leute passen sich entweder an oder sie hauen ab. Ich finde das in Ordnung. Kein Gesellschaftstyp? Ich komme mit Toastern besser zurecht, das ist alles. Du scheinst dich mehr für mich zu interessieren als für dein Motorrad. Ja. Wie sieht's aus? Sieht besser aus als vorher, aber du musst mir etwas helfen. Die Vordergabel war Schrott, also musst du eine neue besorgen. Und irgendjemand hat mein Schweißgerät gestohlen. Kannst du dir das vorstellen? Ohne das kann ich nicht fertig werden. Und außerdem habe ich den Tank repariert, war gerissen. Aber du hast kein Benzin mehr und ich habe auch keins. Wo soll ich den ganzen Kram finden? Das kriegst du schon hin, starker Mann. Wo bekomme ich eine neue Gabel her? Naja, es muss keine neue Gabel sein. Einfach nur nicht in winzige Teile zerbrochen. Du könntest erstmal bei Todd fragen, im Wohnwagen auf der anderen Straßenseite. Ihm gehört der Schrottplatz. Oh, der Schrottplatz. Oh, je, je. Wie soll ich dein Schweißgerät finden? Keine Ahnung. Stell eine Falle auf. Ich kann immer noch nicht glauben, dass jemand mein Schweißgerät gestohlen hat. Wer in der Gegend würde sowas machen? Jemand, der ein Schweißgerät braucht. Wo ist das Benzin? Nun, da ist ein ganzer Turm voll davon, am Rand der Stadt. Ich habe dieses verrückte, irrationale Gefühl, es könnte sich lohnen, da vorbeizuschauen. Ich schätze, damit komme ich klar. Gut. Ich muss aus dieser Stadt raus, schnell. Probleme mit dem Gesetz? Nicht in diesem Bezirk. Warum dann die Eile?
Meine Gang steckt in Schwierigkeiten. Gang steckt in Schwierigkeiten. Die Polecats? Woher weißt du das? Steht hinten auf deiner Jacke. Sie sind auf dem Weg in eine Falle, darum muss ich sie erwischen. Dann bringen wir diesen bösen Jungen besser wieder auf die Straße, hm? Ich kann dich nicht bezahlen. Hey, diesmal ist es gratis. Ich habe schon ewig nichts mehr angefasst außer Toastern. Mal wieder so eine Maschine in die Finger zu kriegen, war mir ein Vergnügen. Nun, danke. Ja, ja, ist schon gut. Na, ich lass dich wieder an die Arbeit. Sag mir Bescheid, wenn du was gegen Kopfschmerzen brauchst oder so. Wieder jemand, der dir Mitleid anbietet. Willst du an der lecken? Sie hat ihre Finger überall in meinem Bike. Eifersüchtig? Ja, die Frage ist auf wen, ne? Mo? Ja, Ben? Okay. Na, ich lass dich wieder an die Arbeit. Sag mir Bescheid, wenn du irgendwas brauchst. Das ist das gleiche auch für Sprechen, ne? Hm? Nur für Lecken. Gut. Ich wollte schon. Schlauch? Der Schlauch riecht nach Benzin. Ach Gott. Das wäre nicht besonders intelligent. Ich wünschte, der Kanister wäre voll. Den wahrscheinlich auch kombinieren, ha? Wer ist das? Oh, das bin ich und mein Onkel Pete. Er hat sich auf dieser Nerzfarm um mich gekümmert, nachdem Dad abgehauen war. Als er starb, habe ich sie geerbt. Du hast eine Nerzfarm? Naja, das Teil war schon lange bevor Onkel Pete starb am Ende. Aber ich gehe immer noch hin, wenn ich mal eine Weile Ruhe brauche. Mehr gab's nicht im Raum, oder? Bike halt. Schau mal im Inventar nach, ob du das kombinieren kannst. Ich hasse es, sie so zu sehen. Warum? Das ist echt meine beste Seite. Warte. Ein Schlauch wird dir nicht helfen. Okay, aber theoretisch kann man so Gegenstände kombinieren. Wird dir nicht helfen. Moin, Ted. Ah, da gibt's keine Facecam. Weißt du doch. So. Dann müssen wir da raus, glaube ich. Oh gut, du bist noch nicht tot. Dann habe ich was bei dir gut. Ich habe gehört, du hast mir das Leben gerettet. Ja, aber keine Sorge. War nicht meine Absicht. Ich war nur auf der Suche nach ein paar netten Katastrophenfotos. Wen interessiert ein Bild, auf dem ich verblute? Es geht nicht ums Blut. Es geht um die Art, wie du verknotet warst. Du hast ausgesehen wie eine Brezel. Wie ein Schwabe. Ich muss einen Hinterhalt verhindern. Hinterhalt? Wirklich? Wo? Irgendwo zwischen hier und Corville. Meine Gang begleitet ein paar VIPs zur Corley Motors Aktionärsversammlung. Und an der Straße wartet irgendwo ein Hinterhalt auf sie. Ja, frag mal, ob dich mitnimmt. Ich... Ja? Das ist nicht leicht für mich. Ich brauche... Komm schon, Mann. Spuck's aus. Kannst du mich nachher im Auto mitnehmen? Ich muss diesen Hinterhalt vereiteln. Du hast recht. Wir müssen zu diesem Hinterhalt. In Ordnung. Aber ich fürchte, ich bin zurzeit nicht motorisiert. Wie sind wir dann hierher gekommen? Per Anhalter. Tja, dann gehe ich wohl besser. In Ordnung. Und fahr vorsichtiger. Was denn? Guck dich mal um mit Shift. Briefkasten.
Mehr gibt's hier nicht, oder wie? Der ist leer. Okay. Machen wir schon um. Da kommt der Tank, okay. War das nicht mit motorisiert? Ehrlich gehabt, ne? Naja. Danke fürs Mitnehmen. Jetzt habe ich was bei dir gut. Morgen ist der Ted dabei. Da bin ich mal gespannt, Ted. So, das ist ja dieses City da, ne? Wohnwagen. Drück mal Shift. Okay. Wohnwagen. Ja, dann würde ich es mal sagen. So, was ist das für eine Arena? Entweder schweißt jemand da unten, oder das ist eine ziemlich primitive Form der Rundfunkübertragung. Also hat der das Schweißgerät geklaut. Da unten riecht es nach Metallarbeiten. Ich glaube, ich lasse mir auch so ein 3-Tage-Bart wachsen, ha? Mm-mm. Wie? Würdest du das nicht gut finden? Wenn ich mich dann an deinem Wange kuschle. Wohl das Einzige, das diesen Schrotthaufen zusammenhält. Ein bisschen Healing, Schmörgeln. Offenbar hat der Kerl einen Hund. Also deswegen hat sie ein Loch im Boden, oder was? Wahrscheinlich ist der Hund da drinnen. Drinnen sieht es noch trauriger aus. Mir dann klopf mal. Der hört uns doch nicht da unten. Kannst du... Abgeschlossen, aber nicht besonders stabil. Junge, Junge. Madame, Hausfriedensbruch ist das. Wie? Sieht aus wie ein Schränkchen. Wenn das interessieren würde. Links ist da, ne? Ein Draht oder? Das ist ein Dietrich. Ein Dietrich? Leer. Das ist ein Schränkchen. Ja, ist wichtig, ein Dietrich. Mach den Schrank wieder zu, dann. Seine Einrichtung hat diesen typischen Büchsenwurfbuden-Charme. Ich hätte gewettet, er hätte einen größeren Kühlschrank. Guck mal, die Schubladen sind zugeschweißt, oder? Ein Kühlschrank ist das, oder wie? Da ist ein dreckiges Stück Fleisch drin. Das kannst du mitnehmen für den Hund wahrscheinlich. Ich hätte gewettet, er hätte einen größeren Kühlschrank. Ist mit Stahlstreben verschlossen. Okay. Dietrich wird dir da nicht helfen, ne? Mach mal E-Inventar. Das ist nicht die Lösung im Spiel, komplett immer seine nur die Füße zu verwenden. Diesen typischen Büchsenwurfbuden-Charme. Mir passt. Ja, dann öffne mal nochmal und guck mal, ob du das Stück Fleisch irgendwie kannst. Hab ich doch mit? Nee, du hast nur die Tür zugemacht. Fleisch. Du hattest vorher nicht richtig gezielt. Also, ein helles Pixel gegen ein dunkles Pixel. Ja, weißt du, wie wir die Spiele früher gespielt haben? Da sind wir komplett den ganzen Raum abgegangen, nachdem wir nicht weitergekommen sind. Stück für Stück. Danke, musst mir nicht erklären. Ja, ich bin älter als du, wir. Hm.
Kannst du den nehmen oder so? Dann gräbt er vielleicht. Offenbar hat der Kerl einen Hund. Nein, danke. Den hat ein großer Hund in Beschlag genommen. Das ist keine der zahlreichen Verwendungsmöglichkeiten von Fleisch. Nicht. Wenn du runterschreist? Stahlgitter im Glas. Da lasse ich meinen Mund nicht ran. Stahlgitter im Glas. Das kannst du vielleicht betreten, hm? Wenn er keine Frischluft kriegt, dann erstickt er. Hallo? Aha, das ist nee, das bringt nichts. Na okay, dann müssen wir die anderen Autos erstmal besuchen. Nein. Wahrscheinlich. Aber was unmäßig. Ja. Nix. Also dann würde ich sagen, erstmal die Arena würde ich gerne wissen, was das ist. Du hast es schon mal gespielt, dann weißt du. Ja, aber ich kann mich nicht an alles erinnern. Ach, das ist der Schrottplatz. Sie kommt da unten aus einem Loch raus und geht dann über den Flaschenzug auf die andere Seite. Ja. War das schon mal die gute Lösung. Wenn ich jetzt weggehe, geht's wieder zu. Hm? Vermutlich. Naja, du musst woanders hin. Sieht schwer aus. Aber da wird auf jeden Fall der Hund sein, den hörst du ja schon im Hintergrund. Mhm. Gut, dass wir Fleisch dabei. Dann. Nein, Dietrich wird hier nicht helfen. Er hat nur, um dir das zu sagen, sogar extra die Tür fallen lassen. Ja. Und nicht reden. Nicht zu Fuß. Ja. Ach, da geht er nicht zu Fuß hin, aber da. Naja, weil das wäre ja durch die Wüste irgendwie. Und da geht's vielleicht zur Märzfarm oder irgendwo. Die muss ja auch hier irgendwo sein. Ja, das. Das ist ja der Turm mit dem Benzin. Ach, guck. Wie der das im Halbschatten steht. Warte mal kurz. Was? Mach mal kurz das. Backspace. Doch. Mit dem Schloss können wir statt das da oben ist ein elektrischer Zaun. Ja, dann versuch mal die Zunge ranzumachen. Nein. Entklingen. Bestimmt die Dings, um aus dem den Turm zu betanken. Endlich. Okay. Vielleicht ist das eins, weißt du? Ja, kann auch sein.
Okay. Jetzt kann ich schnell hinter Rennen verstecken. Bis zum Rennen. Geflogen. Der schweißt da immer noch. Jetzt kommt die Polizei. Bleiben Sie, wo Sie sind. Hey, ich sehe niemanden. Vielleicht ist niemand da. Wer hat dann den Alarm ausgelöst, Floyd? Vielleicht will uns nur jemand verscheißern. Nein, Sie haben diesen Kerl nicht erwischt. Naja, wenn Sie das Ding hier mal stillhalten würden, wenn ich schieße. Ich gehe mal runter und sehe mir das aus der Nähe an. Ich sehe niemanden. Er muss abgehauen sein. Nein, wir hätten ihn aus der Luft wegrennen sehen. Er muss sich im Turm verstecken. Wir haben ihn in der Falle. Gehen wir hoch und schnappen ihn. Oh, nehmen Sie das Fahrzeug. Ist das mit... Ich vertraue keiner Sache, die keine Räder hat. Ich schätze, da kommt das Benzin rein. Nehmen wir das ab. Habe ich übrigens mit Paul damals gesprochen. Paul ist mein Cousin, der Sugar Name. Hey, wer ist das da unten im Hof? Das ist der, den kriegen wir. Wo? Da drüben, schnell, auf die andere Super, Seite. Super, ey, vergieß alles wieder. Was ist denn das? Das ist wohl ein Unentschieden, Herr Boss. Nein, holen wir Verstärkung. Was, die können noch fliegen? Tja. Haben noch ein bisschen später. Bis der da angekommen ist, hat er nichts mehr drin, so wie der läuft. Das Gelachen. Oh, gut. Ist das aus dem Benzinturm? Nicht direkt. Wenn ich erstmal ein Schweißgerät und eine neue Gabel habe, kriege ich das wieder hin. Wieder hier. Kann ich damit machen? Briefe verschickt. Der ist ja leer. Du musst irgendwas reinpacken. Kriegst du wahrscheinlich nachher die Liebesbriefe von dir. Dietrich, das ist Schluss. Das kannst du auf jeden Fall verwenden. Für dieses Ding da. Mensch, was ist das denn halt? Weil da unten ist ja ein kleines Loch und wenn davor das Schloss da dran machst, dann läuft das da nicht durchgehen. Das aber erst ziehen. Kommt da nicht auf. Ja, das geht aber in die andere Richtung, ne? Geht hier rein. Warum sollte ich das verschließen? Dann kannst du die Tür verschließen vom Junkyard. Was? Irgendwie die Tür mit dem Schloss verschließen. Und dann? Sieht schwer aus. Denkt man das? Dann kannst du da hochklettern. Das war jetzt reine Logik. Ja, ja. Würde ich auch sagen, Dennis. Ah, Schrott. Wir müssen mal Deponia zu zweit spielen, ne? Im Livestream. Deponia im Livestream zu zweit. Du und ich, Kerzenschein. Mhm. So kleine Community. Ach, kann ich schon. Aber auch einen Teil. Erst vom Auto. Ja, da kannst du auf jeden Fall ein Auto finden, ne? Oder du willst den Motorrad fahren. Nein, danke. Da musst du halt das Hundi irgendwo sein.
Der Türstange. Da Gott, oh Gott. Genau die Gabel, die ich brauche. Jetzt nehme ich sie, dann kommt der Hund. Liegt oben drauf. Pass auf. Platz. Dann sieht nicht so aus, wenn er Platz hat. Er braucht schon Hunde. Das ist keine der zahlreichen Verwendungsmöglichkeiten von Fleisch. Muss ich oben anschleichen. Hund springt ins Auto, frisst Fleisch, springt raus, tötet mich. Ja, geil. Na, wo muss ich sonst reinschmeißen? Das ist der Stapel da hinten. Ist da? Nee, der da. Große. Oh, ich laufe da dran um. Mal, da hast du noch viel mehr Möglichkeiten. Nein, danke. Nicht wirklich. Da war noch ein Pfeil. Ich glaube, das kannst du irgendwie feiern. Platz. Wer braucht schon Hunde? Ne, ich glaube, du musst da irgendwie in den Kran kommen. Aber dann muss. Ja, das sind ja die Wachs, ne? Der kann nichts machen. Du musst schon auf die Seite rübergehen, aber nein, du musst irgendwie in, das, in den Kran selber rein. Mal, ob du mal anklicken. Nächsten Bildschirm, dann muss ich weitergehen. Platz. Schau dir nochmal das Auto an. Wer braucht schon Hunde? Also ist schon komisch, dass das einzeln da steht. Da muss rein und mit dem muss Magnet da und dann noch um. Völlig ausgebrannt, vergiss es. Geht das mal? Okay, also sobald du was anfällst, kommt der Hund. Mhm. Platz. Platz. Böser Hund. Ach komm. Cool. Man hat ehrlich gesagt, wer braucht schon Hunde, sondern böse Hunde. Ja, wenn du kickst, kommt er auch gleich wieder. Wir haben es ja noch nicht oft genug gesehen. Ja. Ich habe noch nicht mal angefasst. Platz. Böser Hund. Ui, Uffi, ui. Es ist zumindest mein Wachhund. Im Vergleich zu uns. Ein Dietrich wird hier nicht helfen.
Hier, vielleicht musst du noch mal. Guck mal den Magneten an. Das war's. Jetzt bist du gelaufen. Also das Benzin haben wir. Die Gabel wissen wir, wo sie ist. Und dann Schweißgerät kommen wir auch nicht ran, ne? Und da haben wir ja den ziemlich verhaltensgestörter Köter. Und das Fleisch nur. Machen wir. Warte mal, sag mal kurz. Die alte Methode. Was haben sie das wohl eingebaut? Das ist ja Junge. Oh, ich Junge, du bist viel jünger als ich. So. Ja, und ich. So, mit Escape können wir auch die Sequenz überspringen. So. Man muss da. Ich laufe nicht. Das ist mehr. Nicht zu Fuß. Gehen wir mal zu der und sagen, dass wir Probleme haben. Vielleicht hat die Tipps. Ich glaube, die war ziemlich sinnlos. Die repariert halt Schienen und was. Ich. Das. So. Mo? Ja, Ben? Ich habe ein paar Probleme, das Zeug zu finden. Wo ist das Problem? Ist mal ja. Wie soll ich dein Schweißgerät finden? Keine Ahnung. Stell eine Falle auf. Ich kann immer noch nicht glauben, dass jemand mein Schweißgerät gestohlen hat. Wer in der Gegend würde sowas machen? Du hast recht. Kein Problem. Gut. Oh, na, ich lass dich wieder an die Arbeit. Sag mir Bescheid, wenn du irgendwas brauchst. Meinst du, das ist ein altes Spiel und da braucht man nicht so viel Items? Vielleicht haben wir da noch irgendwas. Mitzunehmen. Ja, halt. Oh, nur stehen. Nein, lass da. Ich glaube nicht. Nein. Alter, aber schon. Wenn wir hier. Ich weiß nicht. Ja, doch. Vielleicht das Fleisch in den Ding stopfen. Dann passt. Rein. Ja, offen. Zumindest nicht mehr nach Metall, oder? Das ist keine der Zahlreihen. Ein Dietrich wird hier. Andromo.
Das ist keine der zahlreichen Verwendungsmöglichkeiten von Fleisch. Mit dem Sandkasten hattest du ja ausprobiert, ne? Ja. Es geht. Ist mit Stahl. Ein Dietrich wird hier nicht helfen. Macht sich nicht besonders an meinem Bike. Nein. Da kann man auch nicht. Da müssen wir das irgendwie mit dem Hund schaffen. Schmeißt es da nicht rein. Bei den anderen Autos. Komm her, Fifi. Komm. Bon Appetit, Bastard. Wenn er da nicht drinne wäre. Aufspringen. Mit dem Magie. Das Auto ist dann reingeschmissen. War auch ewig. Auch hinten. Soll ich den in die Luft nehmen und halten? Ja, fast wie bei Gnome auf dem Kanal. Ja, das brauchen wir noch. Fast so, dass er trotzdem. Der beißt sich durch Stahl, oder wie? Ich
sag ich. Umhalten. Aber das ist auch die Erklärung, warum du es beim ersten Mal nicht gefunden hast. Worauf klettern. Wenn man da ganz unten sein muss. Stande haben, jetzt bin ich gespannt. Und du musst ganz unten Stande haben, alle anderen oben drauf. Bin ja mal gespannt. Ja, geht halt nicht. Ja, wie gesagt, jetzt bin ich mal gespannt. Yes? Wenn nicht, dann musst du wahrscheinlich alle anderen Autos auf dieses Auto aber draufschmeißen. Da sieht man jetzt, wie er da hängt und wackelt. Ja. Also wird das die Lösung sein. Das wird auf jeden Fall an. Nette Gabel. Wo hast du die gefunden? Direkt neben den Messern und Löffeln. Wir sind drin. Ja, jetzt haben wir ein Problem, ne? Nur noch ein Dietrich, weil den hatten wir auch schon verwendet für das Schloss. Ja, ein bisschen, wenn nicht benutzen, auch. Vielleicht können wir aber da Platz noch finden. Ja, du brauchst ja irgendwas, um die Kiste bei dem Kerl aufzumachen. Nein, danke. Na, völlig ausgebrannt, vergiss es. Nein, danke. Er war da auch nicht, ne? So, schauen wir mal. Ja. Ah, Schrott. Ich sollte hier lieber verschwinden. Ziemlich verhaltensgestörter Köter. Benzin haben wir, was Schweißgeld brauchen.
Wie kommt er da runter? Durch die Treppe, ha? Huh? Ja, und da durch. Ja, und die Treppe schon ist im beste Gang. Die hat ja gesagt, wir sollen ihn alle stellen oder so. Warum sollte ich das verschließen? Ich dir das sage. Die Sandsäcke? Wohl das einzige, das diesen Schrotthaufen zusammenhält. Also auf die klassische Art? Mhm. Die würden nur auseinanderfallen. Ey, das sind das auch. Junge. Drinnen sieht es noch trauriger aus. Gitter. Du weißt, was Sandkasten soll? Warum sollte ich das verschließen? Und der hat einen Hund. Der hat ja, den Hund, der war ja am Schrottplatz, den ja. Haben wir ja aufgehängt. Nein, danke. Worin im Sand? Nein, danke. Den hat ein großer Hund in Beschlag genommen. Da lasse ich meinen Mund nicht ran. Du sollst schreien. Heulen. Oh doch, da kommt jetzt hochgefahren. Wer ist da draußen? Hey. Ich versuche hier drin Kunst zu machen, Kumpel. Ich habe keine Zeit zu vergeuden mit Versagern wie dir. Okay. Diese Aussicht definiert wahre Schönheit. Das kann ich runter. Er hat auch Kunst gemacht. Der hat schon genug. Da lasse ich meinen Mund nicht ran. Jetzt kannst du durch den Schrank. Wir sind gerade auf der Suche nach dem Schweißgerät. Weg in diese Figuren nicht aus dem Urlaub. Ich erkläre das hiermit zum langweiligsten Werk der Ausstellung. Ich hoffe, er versucht nicht, die zum Leben zu bringen oder sowas. Als Kind hatte ich auch einen Hund mit einem Trichter auf dem Kopf. Ich sammle keine Kunst. Und auch nicht, was immer das sein mag. Das Schweißgerät nur mit. Das ist mein Schweißgerät. Wo hast du das her? Oh, lag irgendwo rum. Nun, das ist es. Warte mal kurz draußen, dann mache ich sie fertig. Ich arbeite an einer Überraschung. Ach Gott. Ich hasse Überraschungen. Ja. Vor allem in seiner Maschine. Hier kommt sie. Na, bin ich cool oder was? Du bist unglaublich. Ich sollte das Teil jeden Tag zu Schrott fahren. Also, was ist die Überraschung? Oh, nur dein durchschnittlicher zulassungswidriger Spezialtreibstoff-Rückstoßbooster der Zerstörerklasse. Ist das dein Ernst? Ja. Aber nur die Vultures haben. Ich habe so meine Beziehungen. Was jetzt? Willst du das Ding ausprobieren oder nicht? Wow, ich wünschte, ich hätte eine Kamera. Ich wünschte, ich könnte mich irgendwie revanchieren. Hau einfach ab, okay? Du vergraulst mir meine Kunden. Wiedersehen. Und schick mir eine Postkarte vom Hinterhalt. Die Hütte brennt.
Will jemand? Achso, du darfst alle Straßen alleine fahren. Wir fahren ja direkt zum Hinterhalt, oder? Ja, scheiße. In Ordnung, halten Sie die Augen offen. Er ist ganz schön gerissen. Dieses Mal entkommt er uns nicht. Sehen Sie ihn? Nein. Dann gucken Sie weiter. Ich höre doch gar nicht auf und hörst auch überhaupt nicht. Oder wie dahin? Ja, müssen wir dann da versuchen, oder? Der Hinterhalt ist in der anderen Richtung. Jetzt? Hin. Naja, aber wenn wir das berühren, dann kommen die und dann können wir da abhauen, oder? Ja, das ging ja vorher auch schon nicht mehr. Ja, aber jetzt weiß er ja, dass sie da warten. Haben Sie das gehört? Er ist wieder am Benzinturm. Er hat vielleicht Nerven, das Dreckstück. Los! Schnappen wir ihn uns. Alle Einheiten mir nach. Aber das sind dann keine richtigen Polizisten, oder? Das ist gefahren. Sind dann irgendwelche Attentäter oder so? Auf die Polizist. Das sind seine Leute, ne? Ben, wieso bist du hinter uns? Wo sind die Krawatten? Corley macht einen Boxenstopp. Der hat eine Blase wie ein Fingerhut, Mann. Rip Burger? Hab ihn eine Weile nicht mehr gesehen. Ben, wie sieht's aus, Mann? Hast du irgendwas gefunden? Kriegen wir irgendwelche Schwierigkeiten? Nein. Wir stecken drin. Steck mir den Kopf in den Eimer, denn wir sind im Whisky geschwommen. Schöner als sie, das ist keine. Sie hat mir den Atem genommen. Eines Tages, da lieg ich im Sarg. Sie ist eine Frau mit einem Rad, wie ich's mag. Komm schon, alter Mann. Hab ich dich. Okay. Jetzt mach irgendwas Kriminelles. Überfall irgendwen oder sowas. Aha, die Handlung verdichtet sich. Du hättest in den Sitzungen nicht über mich lachen sollen, Malcolm. Was für ein Psychopath. Hab dich. Hey, sieh mal, Boss, das hat er in den Büschen gesteckt. Was ist das? Ein Augenstecher. Komm her und ich zeig's dir. Es hat eine Kamera. Ich krieg sie. Nein, Nestor wird sich schon um sie kümmern. Du hast eine sehr wichtige Verabredung mit dem Rest der Corley-Familie. In Ordnung! Aber vergiss nicht, die Kamera zu zerstören. Ja, ja. Also dann, Malcolm, noch einen für unterwegs? Corley? Corley? Ben! Ich schätze, Rip Burger konnte nicht auf meinen natürlichen Tod warten. Das passt zu ihm, jemanden zu schlagen, der schon am Boden liegt. Rip Burger hat das getan? Ja, er wusste, ich würde sterben. Und er wusste, mit meinem Testament setze ich ihn auf die Straße. Ben, jetzt will er Corley Motors übernehmen. Verkauft es an Ausländer, entlässt Arbeiter und baut Kleinbusse. Verstehst du mich? Kleinbusse! Du musst dich an ihm für mich rächen, Ben. Versprich mir, dass du ihm sehr wehtun wirst. Das verspreche ich. Ich möchte, dass meine Tochter die Firma übernimmt. Du hast eine Tochter? Ja, und sie ist wirklich ein Mechaniker-Genie, Ben. Schon mit 4 hat sie ihren ersten Vergaser repariert. Ich habe sie immer meinen kleinen Wirbelwind genannt. Und er ist abgehauen. Finde meine Tochter, Ben. Ich weiß nicht. Finde Maureen. Maureen? Aha. Zum Glück hat sie Toaster. Da.
Rip Burger ist ein ganzes Stück vor mir. Ich hoffe nur, Maureen kommt klar, bis ich da bin. Die Pistole verstehe ich ja noch. Warum sollte er eine Kamera mitbringen? Für wen arbeitet der Kerl? Calling Motors? Nestor, was bewegt sich denn da drüben bei diesem Haufen? Ich weiß nicht, Rip, aber ich glaube, dieser Haufen ist Bolas. Ja, jetzt erinnere ich mich. Du bist der Kluge von euch beiden, nicht wahr? Da ist Moes Hütte, aber ich sehe keine Limousine. Vielleicht erwische ich die Kerle hier. Auf der anderen Seite vielleicht auch nicht. Geh mal rein. Gucken. Na? Mehr. Er hat aber auch das Bild von der Wand mitgenommen. Gar nichts mehr. Briefkasten. Sieht aus, als wäre das hier in Eile durchsucht worden. Nichts als Trümmer, bis auf diese kaputte Kamera. Rückwand offen. Kein Film drin. Ja, da hat sie den Film auch mitgenommen. Mo hat gesagt, sie hätte keine Kamera. Das ist das Bild von Mo und Onkel Pete auf seiner Nerzfarm. Sie hat gesagt, dort fährt sie immer hin, wenn sie eine Weile Ruhe brauchte. Das ist wohl meine einzige Hoffnung im Moment. Ja, aber schau noch mal im Briefkasten nach. Sieht aus, als wäre das hier in Eile durchsucht worden. Nichts als Trümmer, bis auf diese kaputte Kamera. Nicht mehr essen. So. Klapp, klapp. Der ist leer. Ja, okay, da ist nichts. Musst du zum Erzfarm fahren. Das muss dann das Nördliche sein, ne? Nicht zu Fuß. Nicht zu Fuß. Da fährt. Weiß gar nicht, wie wir vier Stunden ein Spiel hatten. Ach nee, ach nur. Was ist für ein Ding? Der Kerl gehört mir. Sieh mal, ich brauche wirklich jemand, der mich mitnimmt. Sieh mal, ich brauche wirklich jemand, der mich mitnimmt. Sieh mal, ich brauche wirklich jemand, der mich mitnimmt. Sieh mal, ich brauche wirklich jemand, der mich mitnimmt. Hey, Killer! Was? Hey, immer cool bleiben. Dein Geheimnis ist bei mir sicher. Was für ein Geheimnis? Siehst du keine Nachrichten? Und jetzt wieder zu unserem Top-Thema heute Abend. Malcolm Cawley, der Besitzer von Cawley Motors, wurde heute tot an einem Rastplatz in der Nähe von Mellonmead aufgefunden. Offenbar wurde der großherzige und sozial engagierte Firmengründer brutal und gewaltsam mit einem Stock erschlagen. Unmenschlich roh und ohne jede Gnade. Die Polizei hat eine kriminelle Motorradgang in Gewahrsam genommen, die unter dem Namen die Polecats bekannt ist. Nein. Mit Ausnahme ihres Anführers, der sich immer noch auf der Flucht befindet. Am Highway 9 wurden mehrere Straßensperren aufgestellt und die Polizei verstärkt ihre Suche nach diesem gefährlichen und skrupellosen Kriminellen. Wir sind reingelegt worden. Straßensperren sind scheiße. Ich hätte die Gang nicht hier lassen sollen. Hey, davon will ich überhaupt nichts hören. Du willst mich doch nicht nachträglich zum Mitschuldigen machen. Bleib einfach ruhig, Mann.
Er sieht nicht sehr glücklich aus. Ich kann das. Kannst du vergessen. Ich zeig dir mal, wie das geht. Kannst du vergessen. Scheinst eine Menge Zeit zu haben. Abgesehen davon, deine Hand zu durchlöchern. Störe ich dich irgendwie? Ist das dein Truck vor der Tür? Ich brauche jemanden, der mich mitnimmt. Sehe ich aus wie ein Taxi? Verschwinde. Also eine Nachricht Außerdem kommen, dass der Typ geschlagen wurde und dass sie unsere Gang festgenommen haben. Die haben mich zurückgeschickt, meinten, reine Polizeiangelegenheit. Schweine. Und er kann nicht weiter wegen den ganzen Straßensperren anscheinend. Sieh mal, ich brauche wirklich jemand, der mich mitnimmt. Kannst du vergessen. Warum? Weil du vor ein paar Bullenschiss hast? Nein, weil ich dich nicht leiden kann. Ich habe gerade einen umgebracht. Mhm. Ich stehe kurz davor. Und konnte es besser? Nein, halt mein Vergiss. Ich glaube nicht, dass das dem Tisch gut tut. Hey, Quahog. Ja, Emmett? Ich steche ein bisschen auf dem Tisch rum, in Ordnung? Der Kunde mit dem Messer hat immer recht. Ich zeig dir mal, wie das geht. Kannst du vergessen. Über den halt. War nett, mit dir zu plaudern. Nette Leute, deine Gäste. Naja, Emmett ist nicht gerade der Ich-bin-okay-du-bist-okay-Typ. Oh, mach den Kopf zu, Quark. Lass mich mal erzählen, was passiert ist. Ich habe gesagt, ich will nichts damit zu tun haben. Er hat ein Messer. Und jetzt? Na und dann? Er hat ein Messer. Er hat ein Messer. Ah, aber vielleicht kann man den ja fragen. Jemals was von Onkel Pete's Nerzfarm gehört? Nun. Ich erinnere mich, dass es da an der Straße mal so eine Art Wieselzucht oder sowas gegeben hat. Den Highway 9 runter, auf der anderen Seite von diesen verdammten Straßensperren. Da habe ich immer günstig Nerzfleisch gekauft, um es an Schulküchen fürs Mittagessen zu verkaufen. Diese Sache hat sich echt gelohnt. Naja, zumindest kein Pferdefleisch. Zeig ihm mal das Foto. Vielleicht hat er ja eine Beziehung zu der Klinik. Ich muss unbedingt dahin, Onkel Pete's Nerzfarm. Ich muss auch in diese Richtung, aber die Schweine sind heute Nacht unterwegs. Wie poetisch. Also er könnte uns mitnehmen. Aber nicht jetzt. Schon eines. Der Kerl gehört mir. Aufhausch sagt, ich brauche wirklich jemanden, der mich mitnimmt. Sieh mal, ich brauche wirklich jemanden, der mich mitnimmt. Sieh mal. Hab ich dir gesagt? Wenn wir dann die andere Richtung mal ausprobieren zu fahren. Straßen spannend sind. Ach, der hält jedes Mal da. So
viel zum Thema Rückkehr zum Tatort. Sie werden sehr bald hier langkommen. Ich brauche einen Plan schnell. Schau doch aus dem Keller. Mit dem. Ja, der hatte so viel im Keller, vielleicht ist da irgendwas. Genau. Du stellst die Vieren auf. Ich sammle keine Kunst. Und auch nicht, was... Autsch. Ich sammle keine Kunst. Ich könnte es versuchen. Und auch nicht... Was immer das sein mag. Keine schlechte Version, wirklich. Da komme ich nicht hoch. Besser, ich verschwinde einfach. Noch nicht. Wir müssen irgendwas mit dem Kerl machen. Wir haben nur einen Fuß. Wird hier was sein? Sieh mal, ich brauche wirklich jemand, der mich mitnimmt. Nicht zu Fuß. Ja, na klar. Spiel. Spiel. Seine kleinen Pfoten sind am Klavier festgenagelt. Hier ist ein Witz über das Ausstopfen. Aber ich kapiere die Pointe nicht. Lass mich mal erzählen, was passiert ist. Ich habe gesagt, ich will nichts damit zu tun haben. Lass mich mal erzählen, was passiert ist. Ich habe gesagt, ich will nichts damit zu tun haben. Wein nehmen? Das würde sich gut auf meiner Lenkstange machen. Ja. Nee. Oben. Der Bildschirm hat keine Knöpfe. Der Bildschirm hat keine Knöpfe. Mitglieder der Polecat Gang sind bereits in Gewahrsam, aber ihr Anführer befindet sich noch auf der Flucht. Die Behörden haben einen umfassenden Bericht veröffentlicht. Sie haben die Polecats. Er hat ein Messer. Er hat ein Messer. Er sieht nicht sehr glücklich aus. Ich zeig dir mal, wie das geht. Kannst du vergessen. Ich zeig dir mal, wie das geht. Kannst du vergessen.
War nett, mit dir zu plaudern. Geht nicht, muss noch fahren. Nichts zu nehmen, sie ist leer. Da lasse ich meinen Mund nicht ran. Ah, Schnaps. Das ist ein großer Fisch. Ja. Bist du der Typ mit dem Lampenschirm auf dem Kopf oder der, der aus dem Boxring torkelt? Lampenschirm. 15 Kerle mit Handtüchern im Gürtel? Auch schon, ne? Meine Abschlussklasse auf der Schule, ja. Für Kneipenwirtschaft. Sieh mal, ich brauche wirklich jemand, der mich mitnimmt. Hm? Okay. Dann würde ich sagen, machen wir Feierabend für heute mit dem Spiel. Und dann kannst du uns... Ja, um 6 Uhr waren die heute das erste Mal wach, die Kleinen, ne? Nee. Nee, ich war um 6 Uhr wach. Ja, dann Mama. Okay. Ja, okay. Wir sind auf jeden Fall für heute hier fertig. Ja, dann probieren wir nächste Woche hier weiterzumachen. Irgendein Teil fehlt uns. Irgendwas Kleines. Keine Ahnung. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da. Ansonsten schreibt uns Kommentare, wie der Sound war, USB, ob wir laut genug gesprochen haben. Das ist ja bei der Aufnahme immer wichtig, aber Shagana war heute ein bisschen müde. Haben wir gemerkt. ich versuche mal den Ralf zu kontaktieren, der wird jetzt mal wahrscheinlich Ding spielen. Und dann mal gucken. Jo, dann bis zum nächsten Mal, euer Neo Energy und die... War motiviert, ich freue mich.